Wenn ich laufe, dann schaue ich meistens mal rundum im Stadion, schaue mal, wie viele Leute halt da sind, wie die Stimmung ist, versuche das wirklich zum Aufsaugen. Ja, denn im Spiel kriegt man dann nicht mehr wirklich viel mit. Also da bin ich wirklich dann am Coachen, da bin ich voll auf den Ball fixiert, auf meine Mitspieler und von außen kriegt man dann nicht mehr so viel mit. Ja, nach dem Bundesheer bin ich im Prinzip beim FCH gewesen, in der Regionalliga. Und mein großes Ziel war es immer, zum Profifußball zu werden. Und ja, die Möglichkeit hat sich bis dahin noch nicht ergeben und es war ein Übergangsjahr. Zum Glück hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich bei meiner Familie, meinen Eltern im Familienbetrieb auf der Tankstelle mitarbeiten konnte, ein Jahr lang. Es war wirklich so, dass ich von 8 bis 10 immer trainiert habe. Am Abend waren jeweils die Einheiten mit dem FC Hart, viermal in der Woche. Und am Mittwoch, wo der freie Abend war, habe ich dann eine zusätzliche Tormann-Einheit absolviert mit einem privaten Tormann-Trainer. Ich bin wirklich stundenweise da im Tankstellenhäusle geguckt und habe mir dann vorgestellt, wie es ist im Profibereich zum Sieg. Ich bin oft da geguckt und habe mir gedacht, boah, ich hocke jetzt da, andere können jetzt trainieren, ich verpasse was. Und ja, es war einfach eine total lehrreiche Zeit und es war schon ein tolles Erlebnis, wo ich dann nach dem Jahr es wirklich geschafft habe, zur Sturm Graz zu wechseln. Ich bin der Martin Kobras, ich bin Tormann beim SC Rheindorf-Altach.